Und das ist der Start zum fünften und damit letzten 1000 Meter Lauf im letzten 1000 Meter Lauf im Vorprogramm des diesjährigen internationalen Läufermeetings. Heute Nachmittag die Elite-Leute, wenn es ab 14.25 Uhr richtig rund geht hier im Schönbuch-Stadion. Da haben wir ja unsere Highlight-Events bis gut 17.30 Uhr. Gibt es hier auf absolutem Höchstniveau die Läufe. Aber wir sind beim fünften Lauf über 1000 Meter, gemischter Lauf wieder. Drei Jungs und eine ganze Anzahl junger Mädels, die hier die 2,5 Runden zurücklegen wollen und das sicherlich auch erfolgreich tun. Und noch besser geht das mit entsprechender Unterstützung von euch außen. Lasst euch nicht hängen. Ihr könnt euch einklatschen auf den heutigen Nachmittag. Luca Sickinger von LG Nord, Farbtex Nordschwarzwald. Dahinter David Heiler vom LV Blitzhausen. Und der müsste doch einige Fans hier haben im eigenen Stadion. Ja, die Mädels, die machen das klasse hier, lassen die Jungs das Tempo machen und wittern ihre Chance sicherlich auf den letzten 400 Metern. Lukas Heckinger, David Heiler, sind die beiden Jungs, die noch vorne liegen. Ob so bleibt, das werden wir gleich erfahren. Jetzt geht es auf die letzten 400 Meter. Noch liegt Lukas Sickinger vorne. 250 Meter sind es noch grob für den Läufer der LG Farbtex Nordschwarzwald. David Heiler, der kämpft hier schon. Mona Wieland vom TV Deutschland. Rückt mit den Teamkolleginnen immer näher auf. So, jetzt machen die Konstanzerinnen ernst hier, ziehen an David Heiler vorbei. Vorne wird es wohl reichen für Lukas Sickinger. Da haben sie sich spät getraut, aber dann kam da mit 3 Minuten 13,11 Zeit für Lukas Sickinger. Das waren die 1000 Meter Läufe im Vorprogramm.